Hello again. Hallo, noch einmal. Wir werden jetzt keinen langen Sitzungsteil ankündigen. Ich meine schon, wir haben jetzt in unserer Podiumsdiskussion einige interessante Fakten zum chinesischen Outbound-Markt. Darüber, welche Highlights es gibt, welche Besucherattraktionen es gibt. Ich glaube, es wird ganz interessant, dicht lang jetzt die nächste Podiumsdiskussion. Wir werden generell über neue Trends und Chancen für den chinesischen Tourismusmarkt sprechen. Bevor ich die Podiumsteilnehmer einladen möchte hier auf die Bühne, möchte ich noch einige Vorabbemerkungen machen. Sie wissen, dass zu den größten globalen Outbound-Märkten auch China gehört. China wahrscheinlich der größte aller dieser Destinationsmärkte. Und deswegen versuchen natürlich jetzt alle mit unseren chinesischen Freunden zu arbeiten. Alle Reiseanbieter wollen diesen Markt besetzen, durchdringen oder wollen auch ihren Marktanteil erhöhen oder überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür dieses Marktes bekommen. Wenn man so will, also ein erhebliches Wachstumspotenzial des Outbound-Bereiches aus China heraus, insbesondere auch der Umsatz, der Umsätze, die von den Chinesen mitgetragen werden. Und deswegen will man nun verstehen, wie dynamisch dieser Markt aufgestellt ist und damit die Anbieter auch die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten haben, um diesen Markt zu durchdringen. Das habe ich eingangs gesagt. Dieser Markt hat seine eigenen Besonderheiten natürlich, die es zu beachten gilt. Wir wissen aus der Realität, dass im Jahr 2017 12,4 Millionen Chinesinnen und Chinesen Staaten in der Europäischen Union besucht haben als Touristen. Allein in der EU bedeutet also mehr als 1 Million Besucher pro Monat. Stellen Sie sich diese Zahl vor, enorm viel. Wir wissen auch, dass dieser Trend in erster Linie Anfang des 21. Jahrhunderts begann, aufgrund einiger politischer Entscheidungen und auch der Verbrauchernachfrage nach solchen Reisen, die damals möglich geworden sind, Marktveränderungen, die Nutzung neuer Technologien, auch die Anwendung von neuen Technologien, neue Millennials in dieser Generation, die jetzt in China zur Realität geworden sind. Und dieser Marktanteil wächst nur noch und auch der Outgoing-Volumina steigen. Und das möchten viele Reiseanbieter natürlich auch in anderen Ländern der Welt mit nutzen. Als erstes begrüße ich als Podiumsteilnehmer Frau Dr. Song Rui. Die haben Sie heute schon mal hier auf der Bühne gesehen. Sie ist Leiterin der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, hat auch Tourismus studiert, hat sehr viel Arbeit, Forschungsarbeit in ihrem Land geleistet, auch für andere Länder als Herkunftsmärkte, hat also viel Erfahrung in dieser Forschung. Und sie kennt diesen Markt natürlich auch sehr gut. Sie kommt ja selber aus China. So, als nächstes haben wir auf dem Podium von der Firma Kaiser, Tony Jin. Es ist uns eine Freude, dass Sie uns heute hier die Ehre geben. Tony vertritt das Unternehmen Kaiser, ein großes Unternehmen. Für diejenigen von Ihnen, die auf dem chinesischen Markt arbeiten, kennen das vielleicht. Er arbeitet 10 Jahre in der Branche, reist auch selber sehr gern, ist auch sein persönliches Interesse, was er hat. Hat allerdings auch viel auf diesem Markt bereits gearbeitet und hat den unterschiedlichen Destinationen nach der Arbeit geholfen, diesen Markt zu erschließen. Hat viel in den Maisbereich gearbeitet, im Konferenzgeschäft und fördert auch innerchinesischen Tourismus. Unser nächster Podiumsteilnehmer, Roger Zhu. Er vertritt das Unternehmen Ctrip. Ctrip ist einer der größten Online-Anbieter in der Tourismusbranche. Er selber hat auch bereits viel in China gearbeitet, dann später auch in Europa, wo er Erfahrung gesammelt hat, ist dann zurück nach China gegangen und ist jetzt zuständig für das Auslandsmarketing der Reiseprogramme und ist auch damit befasst, dass diese Destinationen ihr Image in China verbessern. Er kann also dabei helfen, für die Outbound-Märkte erfolgreich zu sein. Nächster Podiumsteilnehmer ist Ralf
für Ralf Ostendorf, der eine Destination vertritt, konkret Berlin. Er ist Leiter des Marketing Managements für Visit Berlin. Er ist auch schon ein Experte, ein Veteran im China-Geschäft, hat sehr viel getan, um chinesische Touristen nach Berlin zu bringen, hat in diesem Zusammenhang auch sehr ausgedehnte Erfahrungen im Marketingmanagement und hat Berlin auch immer wieder in verschiedenen Teilen der Welt beworben. Und last but not least, Kari, ich kann leider Ihren Nachnamen nicht aussprechen, tut mir leid, sie vertritt die Stadt Helsinki. Auch Expertin für Stadtmarketing, hat allerdings auch viel Erfahrung in Osteuropa gesammelt und das Gleiche trifft auf China zu. Sie arbeitete auch in der Vergangenheit mit dem WTCF, hat in dem Schulungsprogramm mitgearbeitet dieses Verbandes. Also an Sie alle recht herzlichen Dank für Ihr heutiges Kommen. Ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Es ist schon kurz nach 12 Uhr. Wir möchten dann pünktlich fertig sein. Meine erste Frage also an Sie, sowohl an Frau Dr. Song und dann auch an andere. Vielleicht interessiert das Publikum sich dafür, was denn im chinesischen Markt in den letzten zwei Jahrzehnten sich gewandelt hat, was sich geändert hat. Wir kennen einerseits den traditionellen chinesischen Markt, andererseits hat es in den letzten Jahren doch erhebliche Veränderungen gegeben. Können Sie vielleicht kurz, 2-3 Minuten zusammenfassen, welche Veränderungen es auf dem chinesischen Markt in den letzten Jahren gegeben hat? Ja, vielen Dank, Essen Khan. Vielen Dank auch, dass ich als erstes hier das Wort habe. Die Kollegen und Kollegen, die hier mit auf dem Podium sitzen, kennen diese Branche wahrscheinlich deutlich besser als ich. Der Outbound-Markt, Reisemarkt ist ein sehr interessantes Thema, für jede Destination natürlich. Lassen Sie mich zunächst Folgendes sagen. Grundsätzlich wächst der Outbound-Markt, er wandelt sich sehr schnell. Sie wissen es selber sehr gut, dass die chinesischen Touristen erst in den letzten 20 Jahren umfangreich gereist sind. Erst seit 1997 etwa war das möglich. Seit diesem Zeitpunkt können die Chinesen also private Reisen organisieren. Es geht also nicht um Geschäftsreisen, sondern tatsächlich um private. Soll also heißen, der Markt ist in sich, für sich genommen, noch sehr jung und noch gar nicht so besonders gesättigt. Und insofern hat sich diese Marktentwicklung außerordentlich dynamisch dargestellt. Fast 20% in den letzten Jahren. Gerade in den letzten Jahren, wenn man von praktisch null angefangen hat, ging es dynamisch hoch, hat sich dann etwas wieder abgeflacht, aber insgesamt im letzten Jahr immer noch 7% Wachstum. Also einerseits sehr junger und neuer Markt, das ist Art 1. Art 2. Wir haben ja schon von Essen Khan gerade gehört, dass der Outbound-Markt Chinas im letzten Jahr insgesamt fast 1,3 Milliarden Reisenden da haben sich diese Zahlen so dargestellt. Die meisten davon allerdings innerhalb China, also nach Macau beispielsweise, nur 30% ungefähr sind in Auslandsdestinationen gereist. Korea, Japan, Singapur, Malaysia waren in erster Linie die Destinationen, zu denen die Leute in erster Linie gereist sind. Zu den einzigen Top-10-Ländern, die nicht im europäischen oder im asiatischen Raum sich befinden, waren die USA. Europa holt aber auf. In den letzten Jahren ist der Europa-Anteil der China-Reisenden oder der aus China reisenden Touristen um 13,3% gewachsen. Insofern auch ein Rekordwert in der jüngsten Geschichte, auch im Vergleich zu anderen Destinationen, die sich nicht so dynamisch entwickelt haben. Soll aber auch zeigen, dass Europa weiterhin für China ein großes Potenzial bietet. Das betrifft unterschiedliche europäische Destinationen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der Marktveränderungen sehen wir, dass viele junge Menschen vor allem ins Ausland reisen. Schon diese jungen Leute, die dadurch deutlich mehr Erfahrung haben, sie sprechen gut Englisch, sie wissen genau, was sie wollen
und Sie reisen auch oft einzeln und nicht in Reisegruppen. Das sind schon Veränderungen, die auch die Incoming-Agenturen berücksichtigen sollten. Es gibt da einige Untersuchungen, die angestellt worden sind. Chinesische Touristen, die in andere Länder reisen, machen allein in der Altersgruppe 20 bis 30% aus. Das heißt, es sind sehr junge Leute, sehr viele junge Leute dabei, die auch gleichzeitig mehrere Länder bereisen. In der Vergangenheit war es generell so, dass Reisende aus China innerhalb einer Reise möglichst viele Länder auf eine Besuchsreise vereinigen wollen. Das hat sich auch geändert. Es gibt viele Leute, die nur nach einem Land reisen oder manchmal nur in eine Stadt. Ich hatte eine Kollegin, die nur neulich nach Prag gereist sind in der Tschechischen Republik. Eine Woche, da gab es ein Festival, haben sich natürlich da begeistert an der lokalen Kultur, auch an den gastronomischen Besonderheiten der Tschechischen Republik und sind dann wieder zurückgereist. Das heißt, das ist ein Trend, der sich jetzt durchaus durchsetzt. Wir brauchen deswegen keine Routine und keine Standardprodukte mehr, sondern zielgerichtete Angebote für diese Individualreisenden. Ansonsten ist der Markt, der Outgoing-Markt, auch sehr konkurrenzintensiv, wettbewerbsintensiv, nicht nur in Bezug auf die Leistungen, die angeboten werden müssen, sondern auch der Region. 66 verschiedene Regionen bieten beispielsweise den chinesischen Touristen bereits eine Visumsbefreiung an. Und das hat sich auch gerade erst in den letzten Jahren geändert. Meine zweite Frage nun an Tony. Sie vertreten jetzt den Kunden selber. Deswegen meine Frage an Sie. Wo sind denn die Herkunftsregionen zu sehen, die China? Wo kommen die Chinesen her, die ins Ausland reisen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie sehen die Marktsegmente aus? Altersstrukturen, Geschlechter und so weiter, gerade in den jüngsten Trends, die sich jetzt gezeigt haben. Wir haben über Millennials gesprochen. Wie viele von denen reisen? Gibt es andererseits auch ältere Reisende, wie ich beispielsweise, die reisen? Früher, wie wir gehört haben, gab es hauptsächlich Gruppenreisen, jetzt auch Individualreisende. Haben Sie ein paar Daten dazu vielleicht? Ja, vielen Dank, Isen. Frau Dr. Song hat es ja gerade gesagt, die chinesischen Touristen haben immer mehr Freizeit. Sie haben die Möglichkeiten, als Individualreisende ins Ausland zu reisen. Für uns als Reiseunternehmen bedeutet das, dass unsere Margen eher sinken. Zurück zum Mal nach Ihrer Frage. Es gibt drei Herkunftsstädte in China. Das sind die sogenannten First-Tier-Städte und Second-Tier und dann auch Third-Tier. Alle diese drei Städteregionen wachsen sehr dynamisch, gerade die letzten beiden Kategorien, also die zweite und dritte Ebene. Das sind also ganz klare Faktoren. Wer reist nun? Gut, das stimmt, junge Leute eher als Individualreisende, aber auch die sogenannten Grey Gappers, das heißt diejenigen, die zum Teil schon im Ruhestand sind, ältere Reisende, sie haben Zeit und Geld zur Verfügung. Geld zur Verfügung bedeutet natürlich, wenn sie gute Renten bezahlt bekommen, dann können sie sich erlauben, weltweit ihre Reisepläne zu schmieden. Beispielsweise meine Tante und ihr Mann sind in den 60er Jahren. Sie sind im letzten Jahr mehrfach unterwegs gewesen. Sie waren in Japan auf Kreuzfahrt im März. Dann sind sie im Oktober noch nach Kambodscha gereist. Ich weiß nicht, warum sie nach Kambodscha sind, aber das hat ihnen halt gefallen. Sie haben die Möglichkeit, mehrfach im Jahr zu verreisen. Die Individualreisenden. Da gibt es in erster Linie Familien, die sich ihre Reise selber zusammenstellen, also nicht in Gruppen. Gerade bei solchen Destinationen, wo zunächst mal oder schlussendlich die Ehefrau beschließt, wo es hingehen soll, wie viel Geld dazu aufgewendet werden soll. Und wenn sie sich auf diese Kunden
einstellen wollen, dann glaube ich schon, müssten Sie Werbung betreiben, Standortmarketing betreiben, der in erster Linie auf Chinesinnen abzielt, weil diejenigen oft die Reisepläne mitbestimmen. Die nächste Frage an Roger. Sie vertreten auch die Verbraucher selber. Deswegen meine Frage an Sie, wie müssen denn die Tourismusprodukte aussehen oder wir nennen sie auch Erlebnisse, die gestaltet werden müssen? Was brauchen die Chinesen? Brauchen sie High-End-Produkte, hochwertige? Müssen es Themenprodukte sein? Müssen es Ereignisreisen sein? Müssen es Erlebnisse sein? Wie kann man sich das vorstellen? Was sucht der Chinese, wenn er ins Ausland reist? Der chinesische Markt ist sehr diversifiziert. Natürlich eine große Frage. Wir können gar nicht so genau sagen, was chinesische Reisende wollen, weil es unterschiedliche, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen gibt. Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Produkte, die den Outbound-Touristen angeboten werden. Wir haben, wie das meine Kollegen auch gesagt haben, immer mehr Einzelreisende, Individualreisende. Ungefähr 42% der Chinesen ihre Reise selber buchen. Also 42%, dann gibt es noch 44% der Gruppenreisenden, aber es gibt eine Lücke zwischen diesen 42% und 44%, und das sind oft individualisierte Gruppen, so eine Mischung aus Gruppenreisenden und Einzelreisenden. Und das ist ganz interessant, wie zum Beispiel eine Gruppe, Familien oder Bekannte, die gemeinsam reisen. Ja, Individualreisenden schon, weil sie ihre Reise selber buchen, aber sie haben ein Gruppenangebot, was sie nachfragen. Insofern schon eine besondere Zielgruppe. In den letzten 10 bis 20 Jahren waren es in erster Linie die chinesischen Reisegruppen, die in den Einkaufstourismus gegangen sind oder Stadttourismus gemacht haben, Sehenswürdigkeiten. Heute haben wir aber in den Umfragen herausgefunden, dass die Leute eher auf Gastronomiesuche sind, dass sie Highlights suchen, dass sie beispielsweise auch in Themenbereichen wie dem Medizintourismus jetzt zunehmend partizipieren. Und deswegen bieten sie was an. Wir bieten Themenreisen an, wir bieten kundenangepasste Lösungen an, gerade auch für diese neue Generation. Für gut die Hälfte aller Reisenden aus China sind es eher Leute, die in den 70er oder 80er Jahren geboren sind. Also deutlich hoher Anteil von jungen Reisenden. Und sie möchten nicht durch eine Gruppe eingeengt werden. Sie möchten selber eine Wahl treffen, möchten frei sein in ihrer Wahl. Und wenn die Destinationen darauf vorbereitet sind, wenn sie beispielsweise auf Individualtouristen jetzt Flexibilität anbieten, dann ist das eigentlich die beste Möglichkeit. Sie müssen mobile Lösungen anbieten, dass Leute ein Ticket vor Ort buchen können, dass sie also nicht festgezurrt werden auf bestimmte Zeitpunkte oder in den Rahmen gepresst werden. Das heißt, das wollen die jungen Reisenden. Sie möchten flexibel sein, sie möchten bequem reisen. Es muss mobil laufen, ihre Reiseerfahrung, es muss im Internet verfügbar sein. Und viele Individualreisenden machen das, wenn sie diese digitalen Lösungen im Angebot haben. Für Gruppentouren eher nicht so das Problem. Was die Geschlechterperspektive angeht, unsere Daten zeigen, dass fast 60% der chinesischen Touristen weiblich sind. Man sieht auch warum, weil die Männer so hart arbeiten, das Geld verdienen, damit die Frauen reisen können. Aber es gibt deswegen auch einige USPs, die für die Chinesinnen sehr gut nachgefragt werden oder auch für Kinder. 30% der Reisenden reisen mit ihren Kindern zusammen, 10% reisen mit ihren Eltern zusammen und 20% sind dann meistens Paare. Also soll heißen, unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, und deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Und auf diese unterschiedlichen Gruppen muss man abheben und muss ihnen ganz konkrete Angebote auch anbieten können. Und ich hoffe, das ist auch wichtig für die Destination, jetzt das zu verstehen. Ja, vielen Dank, Roger. Das war eine ganz nützliche Information. Meine nächste Frage zunächst an Ralf Ostendorf und dann auch an Kari Artemiev. Wie entwickeln Sie diesen chinesischen Markt? Wie bringen Sie den
Touristen in Ihre Destination? Haben Sie Strategien? Haben Sie bestimmte Ansätze, um den chinesischen Markt zu bearbeiten? Haben Sie Sonderprodukte, die Sie nur den Chinesen anbieten? Mit welchen Instrumenten gehen Sie vor? Welche Vertriebskanäle nutzen Sie? Wie erleichtern Sie das Reiseerlebnis? Welche neuen Technologien haben Sie im Angebot? Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, was Berlin konkret macht? Und dann fragen wir, wie es in Helsinki aussieht. Nun, gut. Nun muss man sagen, dass Berlin wie auch Helsinki eine ganz tolle Destination ist. Das macht unser Geschäft schon mal etwas einfacher. Aber wichtig in Bezug auf den chinesischen Markt ist, das haben Sie bereits eingangs gesagt, dass der Markt noch sehr jung ist. Sehr jung, aber andererseits auch sehr stark wächst. Ich habe in China und mit China viel gearbeitet. Es gibt immer noch viele Bienen sozusagen, die ausschwärmen, in der Welt herumfliegen und gar nicht wissen, wo sie sich ansiedeln wollen. Dafür sind viele Destinationen gut aufgestellt. Sie können sich mit anderen da ins Wettbewerb setzen, das fördern, was sie auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Aber wichtiger vielleicht da noch, sich genau diesen Markt mal herzunehmen, zu versuchen zu verstehen, was die wollen, was der chinesische Tourist denn sucht, wenn er ins Ausland reist. Wir selber reisen schon seit vielen hunderten Jahren, aber China ist in der Beziehung noch ein junger Markt. Vielleicht haben die einerseits gut, ja schon, was sie machen wollen, ein Museum sich anschauen, einen Park sehen, Stadtrundfahrten und so weiter. Andererseits haben sie ganz andere Einstellungen. Vielleicht wollen sie gar nicht das machen, was in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und deswegen müssen auch die Destinationen darauf reagieren. Heutzutage möchte jede Destination die Chinesen gerne im Land haben. Und wir in Berlin haben deswegen immer gesagt, wenn wir 100 Leute haben, dann gehen 99 davon in diesen einen Ort. Wir wollen die sein, die anders abbiegen. Wir möchten das Unkonventionelle sein, das Neue, das Revolutionäre. Wir haben einen neuen Kanal bei Weibo eingerichtet beispielsweise. Das ist auch sehr wichtig, wenn wir mal im Markt selber arbeiten wollen. Wir versuchen auch eine eigene chinesische Webseite zu organisieren. Nicht einfach nur eine Übersetzung einer anderssprachigen Variante, sondern eine chinesische Denke für diese Website zu entwickeln und dann natürlich auch Themen zu entwickeln. Wie bei einem Angler, dem man einen reich gefüllten Teich anbietet, aus dem sie sich etwas herausfischen können. Learn and Travel beispielsweise ist so ein Nischenmarkt, den wir anbieten. Oder auch der Medizintourismus, den wir anbieten auf Chinesisch mit einer chinesischen Internetseite. Gerade jetzt haben wir einen Hochzeitstourismus entwickelt. Nun fragen Sie sich, ist Berlin fantastisch und romantisch als ein Hochzeitsstandort? Na gut, vielleicht im Moment nicht, weil es ein bisschen feucht draußen ist, aber ansonsten natürlich ja. Das versuchen wir auch zu entwickeln. Also, man hat so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man darf natürlich nicht den gesamten Markt holen. Wir haben unsere Freunde von C-Trip hier natürlich. Dann gut, mit diesen Partnern schafft man das auch, den Markt zu entwickeln. Aber man braucht die gesunde Mischung. Einerseits das, was man gut kann, sollte man machen. Traditionelle Werte, traditionelle Highlights. Aber es braucht die gesunde Mischung mit diesem chinesischen Denken. Dann kann man auch erfolgreich sein. Aber man muss konsequent sein mit dem, was man tut. Vielen Dank. Und wie sieht es mit Helsinki aus? Was machen Sie denn in Ihrer Stadt? Ja, danke. In Helsinki beginnt es mit der Stadtverwaltung. In der Stadtverwaltung selber ist es immer wieder herausgestrichen worden, dass Asien und insbesondere China eine Priorität ist im Städtetourismus. Seit 12 Jahren sind Helsinki und Peking Partnerstädte. Insofern laufen da auch schon eine ganze Reihe von Kooperationsprojekten mit China und Peking in der Vergangenheit. Die Wachstumszahlen in Helsinki in Bezug auf die Übernachtungen, die sind in den letzten Jahren jetzt zweistellig gewesen. Also 40% alleine im 2015, 2016 ja nochmal 20%. Jetzt vom letzten Jahr nochmal 30% gestiegen, die Übernachtung der Chinesen in Helsinki. Insofern haben wir sehr viel mit dem chinesischen Markt bereits erreicht. Durch die Studien und Umfragen haben wir auch festgestellt, dass Chinesen ein großes Interesse haben an Kultur und an historischen Städten. Nun hat natürlich Helsinki keinen Eiffelturm zu bieten, sowas Vergleichbares. Aber ich glaube schon, mit dem, was wir bieten können, ist eine Stadt
die sehr gut funktioniert, die sehr entspannt ist, die auch außerordentlich sicher ist als Reisedestination, wo man viel zu Fuß erreichen kann, gleichzeitig aber auch der öffentliche Nahverkehr gut entwickelt ist. Die Natur liegt sehr nah. Also wir haben über 300 Inseln allein im Großraum Helsinki. Ein Drittel der Stadt machen Grünflächen aus, Wälder und Parks also. Also man kann in Helsinki sich sehr entspannt erholen, sich auch wie ein Einheimischer durch die Stadt bewegen, auch gern die lokale Küche probieren. Auch die Einwohner in Helsinki sind sehr offen und freundlich, auch gegenüber Touristen. Das ist in vielen Untersuchungen immer wieder bestätigt worden. Und dann haben wir natürlich auch Sachen entwickelt, so wie das auch hier in Berlin bereits gerade anklang. Neue Produkte, Reisetourismus, Medizintourismus. Aber auch jetzt, vor den Olympischen Winterspielen, die in Peking in 4 Jahren anstehen, haben wir auch natürlich den Wintersport entwickelt. Nun können wir auch anbieten, dass die Leute von Helsinki nach Lappland reisen oder auch in die Nachbarhauptstädte nach Stockholm oder Tallinn oder auch St. Petersburg reisen. Das ist für uns auch ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage jetzt an Frau Dr. Song. Haben Sie andere Vorschläge noch für die Destination, was Sie machen können, um Touristen ins Land zu holen? Nicht nur die Destination vorzubereiten, sondern erstmal ein attraktives Programm zu schaffen, um chinesische Touristen anzuziehen. Ich meine, einheitliche Destinationen sind nicht so bekannt und haben da Schwierigkeiten damit. Welche Vorschläge hätten Sie denn an diese Destination, die potenziell sowas machen können? Gut, man muss zunächst mal wissen, wer der Zielmarkt ist. Der chinesische Markt, wie wir gerade auch schon gehört haben, sehr diversifiziert. Insofern sind wir anders als westliche Reisende. Viele Destinationen gehen schon damit sehr gut um. Aber Sie wissen ja vielleicht auch, dass wir untereinander sehr verschieden sind. China ist territorial ein riesengroßes Land. Riesengroße Bevölkerungszahlen. Also denken Sie bitte nicht, dass China über einen Kamm geschert werden kann. Wenn Sie davon ausgehen, dass wir in Europa so und so viele Leute haben, dass es in China genauso funktioniert. Nein, es gibt sehr unterschiedliche kulturell geprägte Regionen, auch in der Altersstruktur die Regionen sehr unterschiedlich sind. Das müssen Sie vorher genau wissen. Mit welchen Zielpopulationen wollen Sie sich denn beschäftigen? Das war Punkt 1. Punkt 2. Beschäftigen Sie sich mit dem sozialen Gefüge, mit der Psychologie der Herkunftsmärkte. Wenn Sie als Destination vielleicht als Standort vermarkten wollen, müssen Sie nicht nur die chinesische Sprache beherrschen, um irgendwelche Wegweiser aufzustellen, sondern Sie müssen verstehen, wie die Chinesen ticken, wie sie kulturell funktionieren. Denn chinesische Touristen bekommen in erster Linie Informationen von ihren Freunden und Bekannten. Sie lesen nicht so sehr die Internetwerbung oder die Berichte. Es läuft sehr viel über Mundpropaganda. Und sie sind auch immer daran interessiert, neue Hinweise und Empfehlungen zu bekommen. Viele Leute glauben, die Chinesen wären konservativ. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das soll heißen, wir sind sehr offen und experimentierfreudig. Neue Destinationen, neue Technologien, neue Produkte, das interessiert uns sehr. Insofern ist das gute Nachricht für auch neue Destinationen, die sich entwickeln wollen. Ich habe noch eine Frage an beide, Tony und Roger. Wie müssen sich die Destinationen vorbereiten? Also das heißt, diejenigen, die schon den Markt erschlossen haben, also wie können sie diese Destination selbst vorbereiten? Das heißt, welche Bücher müssen entwickelt werden? Oder dass man vielleicht die chinesische Küche auch bewirbt, also mehr chinesische Restaurants baut oder dass vielleicht die Dienstleistungen verbessert werden. Also das heißt, was sind die Bedürfnisse der chinesischen Touristen, wenn sie in einen Ort fahren? Und was müssen die Destinationen tun, dass sie gut vorbereitet sind? Also vielleicht Sie zuerst und dann weiter. Gehen wir weiter. Also wenn Sie chinesische Touristen anziehen möchten, dann müssen sie auch gut vorbereitet sein. Das heißt, die Sprache muss
angeboten sein. Also dass sie Leute vor Ort haben, die Mandarin sprechen. Also dass die Leute auch viel Ahnung haben und auch eine große Geduld zeigen und auch sehr professionell agieren. Chinesisches Essen, also die chinesischen Touristen, die haben ja einen chinesischen Magen. Also das heißt, dass sie eher chinesische Küche bevorzugen. Und mittlerweile sieht man, dass auch Chinesen an westlichem Essen interessiert sind oder auch exotischem Essen interessiert sind und ein bisschen offener sind. Aber also ganz tief drin haben wir einfach chinesische Mägen. Und auch in Bezug auf die Reiseführer und auch die Sehenswürdigkeiten selbst. Wenn es dazu chinesische Versionen gibt, das wäre wunderbar, also in Mandarin. Also da würden sich die chinesischen Touristen geehrt fühlen und auch das Gefühl haben, dass sie willkommen sind. Und da würden sie viel häufiger dahin reisen und dann immer wieder kommen und dann auch dieses Land auch an ihre Freunde empfehlen. Vielen Dank. Also eine Frage nun an Sie, wie müssen sich die Destinationen vorbereiten? Also natürlich, das ist ganz wichtig, also es gibt neue Trends. Und da geht es um die Haupttechnologien zunächst einmal, also C-Trip. Wir sind sehr aktiv auf der IT-Seite und der Entwicklung der Technologie. Das ist sehr wichtig für chinesische Touristen und auch für Chinesen insgesamt, dass sie ihr Handy benutzen können. Das ist zum Teil ihres täglichen Lebens. Also wenn sie nach China reisen, dann sehen sie, dass die Handys überall benutzt werden. Also auch, dass sie, wenn sie auf der Straße laufen, auf der Suche nach einem Restaurant, das in ihrem Handy tun. Also auch, dass die Chinesen, die reisen, auch da ihre Informationen durch ihre Mobilgeräte finden. Also die Nationen, die Orte sollten sich fragen, ob sie dafür vorbereitet sind. Also dass man auch die Informationen mobil abrufen kann. Also ich habe, wenn ich als Individualreisender rumlaufe, dann sehe ich ganz viele die Technologien und ich sehe auch zum Beispiel, dass es auch Mobike gibt. Also das gibt es zum Beispiel auch in Berlin, dass man über das Handy sich ein Fahrrad leihen kann. Also das heißt, das ist wunderbar. Also das heißt, wenn ich in ein Museum gehen will, dann habe ich vielleicht dort mein Ticket dazu noch nicht gekauft. Also vielleicht hatte ich ja dann sowieso nur eine Geschäftsreise vor und plötzlich habe ich mehr Zeit. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mir ansehen kann, ob ich jetzt die Karten auch gleich dort kaufen kann. Also dass ich ja dann auch in Realtime die erfahre, ob noch Karten vorhanden sind und natürlich auch die Preise vergleichen möchte. Also die Karten für die Museen, wenn man die mobil auch kaufen kann, das wäre eine sehr wichtige Dienstleistung. Also dass zum Beispiel auch Notfalldienste anbieten, 24 Stunden am Tag. Also wenn zum Beispiel jemand den Pass verloren hat oder also da möchte ich nur sagen, dass es sehr wichtig ist, die Technologie nicht nur für das Herumreisen, sondern auch für die gesamte Versorgung zu gewährleisten. Also in Helsinki zum Beispiel kann man auch bezahlen, also fast überall bezahlen. Also ich kann mit meinem Mobiltelefon überall bezahlen, also wenn ich in Helsinki unterwegs bin. Und das ist hervorragend für chinesische Touristen. Also ich glaube, dass Technologie da ein sehr wichtiger Trend ist und das auch sehr wichtig ist, wenn man die Touristen ins Land holen will. Also vielen Dank, Roger. Jetzt habe ich noch eine Frage an Ralph und Kari. Wie entwickeln Sie die Marktintelligenz bei der Ermittlung von diesen Trends? Also wie ermitteln Sie diese? Also und wie gehen Sie auch damit um, wenn Sie erfahren, wie die Trends in China aussehen, also berücksichtigen Sie diese auch. Also zunächst einmal in Bezug auf die Marktintelligenz, das ist, würde ich sagen, das ist der einfachste Markt überhaupt in der ganzen Welt. Also da, wenn man sich ja auf dem Internet, also im Internet rum
guckt, dann sieht man da ganz viele Studien und Informationen. Also da würde ich sagen, das ist der erste Schritt. Also das sollte man dann allerdings nicht nur einmal machen, sondern zweimal oder dreimal, dass man die Kultur versucht zu kennenzulernen und auch so ein bisschen das auch fühlt und auch schmeckt, also mit allen Sinnen ergreift und auch die Umfragen sich immer ansieht in Bezug auf die Trends. Und Mr. Art, also Herr Art ist zum Beispiel auch jemand, der für zuständig ist für die Marktintelligenz. Also wenn Sie sich da nichts eingetragen haben für das Newsletter, dann würde ich das empfehlen, dass Sie das bei ihm sofort tun. Also es gibt auch die WTCF, ist auch eine wunderbare Kontaktstelle. Also wenn Sie da noch nicht Mitglied sind, dann würde ich sagen, dass Sie das sofort tun sollten. Also da gibt es auch ganz viel Marktintelligenz und auch die Tageszeitung. Also lesen Sie die Tageszeitung. Also nicht nur in Bezug auf die Tourismusseite, sondern auch die politischen Nachrichten, das sollten Sie alle sehen. Also da auch China Daily, also als App sollten Sie installieren und den Markt von unterschiedlichen Perspektiven her versuchen kennenzulernen. Und dann können Sie Ihre Schlussfolgerung ziehen, was Sie verbessern können und wie Sie das umsetzen können. Also wir haben ja jetzt heutzutage 24 Stunden ständig ganz, ganz viele Informationen auch zur Verfügung. Also wenn man jetzt eine neue Kampagne durchführen will, mit Kaiser oder mit C-Trip, also da, die arbeiten ja auch sehr gerne mit Ihnen zusammen. Also da finden Sie auch sehr viele Informationen zu den Kunden und die sind auch sehr gerne bereit, diese Information mit Ihnen zu teilen. Und das ist ja auch für uns natürlich auch so, dass wir sehr gerne mit den Reiseveranstaltern zusammenarbeiten. Ja. Und Sie, was machen Sie? Gibt es da auch zum Beispiel Umfragen, die Sie durchführen, irgendwelche Studien, die Sie durchführen in Bezug auf die Bedürfnisse der Kunden? Also da machen wir durchaus auch eine Umfrage bei den Besuchern. Also da stehen wir zum Beispiel nicht nur in Helsinki, sondern auch in ganz Finnland, also da aber natürlich auch vor allem in Helsinki. Also wir haben 20.000 Touristen pro Jahr befragt und wir haben dann diese Information zusammengetragen mit den Statistiken damit koordiniert und auch die Zahlen, also damit meine ich die Zahlen der Übernachtung zum Beispiel. Also ich würde jetzt sehr gerne auf die Digitalisierung zurückkommen, was Roger ja erwähnt hat. Und er hat auch besonders Helsinki erwähnt. Also da möchte ich sagen, dass Finnland insgesamt Alipay, also dieses elektronische Verrechnungssystem, schon sehr stark nutzt. Also das wurde, Alipay hat uns auch bestätigt, dass wir bargeldlos insgesamt das alles anbieten können. Also das heißt, Sie können in Einzelhandel durch Alipay bezahlen oder auch in den Restaurants. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und wir sind da sehr gut vorbereitet, würde ich mal sagen, was die Digitalisierung und das digitale Bezahlen anbelangt. Ich möchte Ihnen auch noch etwas zu unserer jüngsten Zusammenarbeit mit Tencent berichten. Wir hatten da die Unterstützung von der WTCF. Und wir haben ein Helsinki-Mini-Programm erstellt. Und diese Mini-Programme sind Programme in WeChat und die sind Cloud-basiert. Und sie haben gesagt, dass sie jetzt 1 Milliarde aktive Nutzer haben. Und für diese 1 Milliarde aktiven Nutzer haben wir auch eine besondere Helsinki-App durch WeChat auch aufgebaut. Also da finden Sie ganz viele Informationen über Helsinki. Das ist jetzt alles noch natürlich in der Anfangsphase und da werden wir dann auch interaktive Features noch dazu tun, also auch Übersetzung vom Englischen ins Chinesische, aber wir sind auch sehr stark daran interessiert, mit Tencent zusammenzuarbeiten und wir haben das als auch eine große Hilfe empfunden bei der Entwicklung der Destination. Wir wollen zum Beispiel auch eine interaktive Karte entwickeln, also und auch noch mehr zusammen entwickeln. Und was wir auch schon entwickelt haben, das haben wir als etwas sehr Erfolgreiches wahrgenommen. Und das ist ja auch ein Riese bei der Digitalisierung. Und wir haben alle Kanäle auch geöffnet in Bezug auf die gegenseitige Nutzung von allem, was wir
auf beiden Seiten zur Verfügung haben. Also da arbeiten wir sehr aktiv dran. Das haben wir auch im letzten Jahr sehr stark vorangetrieben. Vielen Dank, Kari. Ich habe jetzt noch eine Frage an Sie beide. Was ist die Rolle der Medien für die chinesischen Kunden und welche Medien sind besonders relevant, wenn man ein Vertrauen aufbauen möchte in eine bestimmte Destination? Also was sind die relevanten Medien zum Bewerben ihrer Destination und zum Schaffen von Vertrauen? Es gibt eine Reihe von Medien, wie zum Beispiel Werbung im Fernsehen und auch auf den Wolkenkratzern. Also da kann man in Peking und Shanghai gibt es da ganz viele Wolkenkratzer und da kann man auf den Leinwänden dort auch Werbung laufen lassen oder auch zum Beispiel auch in den Fahrstühlen. WeChat ist auch etwas, was man nutzen kann. Und bei WeChat gibt es ja auch Nutzer, die sich registrieren. Also das ist auch eine große Bevölkerung, die sie dort erreichen können. Also was ist Ihre Meinung? Also wir haben schon einiges gesagt, aber ich meine, Sie sollten C-Trip nicht vergessen. Also wir haben eine sehr große Medienplattform. Also wir haben mehr als 3 Millionen Kunden, also das heißt, dass wir auch das, was wir an Daten, also auch Big Data anbieten können, also wenn Sie sich an unsere Kunden wenden möchten. Also wir haben natürlich auch die Produkte, also das ist eine wunderbare Kombination, die wir auf unserer Plattform anbieten. Also natürlich spielt auch WeChat eine Rolle und auch die Blogs in China. Das Internet ist ein sehr wichtiger Kanal und auch die Reality-Shows im Fernsehen. Also die sind auch sehr wichtig, wie zum Beispiel in der Türkei und in der Tschechischen Republik. Also das heißt, wenn wir bei diesen beliebten TV-Shows dann auch die Werbung laufen lassen, ist das zwar teuer, aber das ist sehr effizient. Noch eine letzte Frage. Also wenn Sie vielleicht nur jeweils einen Satz sagen können in Bezug auf die Zukunft der Outbound-Reisenden aus China. Also was wären da zum Beispiel Ihre Empfehlungen für das Publikum hier? Irgendwelche grundsätzlichen Empfehlungen, die Sie vielleicht hier aussprechen können, also in Bezug auf chinesische Touristen und wie Sie auch zusammenarbeiten können mit der chinesischen Wirtschaft. Gibt es da einen einzelnen Satz, also eine Empfehlung? Mehr chinesischen Touristen werden in ihre Länder reisen. Also sind sie bereit? Also sie sollten sich vorbereiten, also nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft und die Dienstleistungen und die regionale Verwaltung, sondern auch die regionale Gemeinschaft. Also sie sollte auch vorbereitet werden auf mehr chinesische Touristen. Also in Bezug auf die Reiseveranstalter würde ich sagen, dass wir sehr daran interessiert sind, etwas Einzigartiges zu erschließen. Also wir haben Hunderte von Produkten in der ganzen Welt und da suchen wir immer natürlich etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, also Flexibilität und die Preise spielen natürlich auch eine Rolle. Reiseveranstalter sind sehr, sehr immer darauf bedacht, den Preis auch zu berücksichtigen. Also die Preise sollten flexibel sein, das wäre wunderbar. Und Ihre Meinung dazu? Ich möchte jetzt eigentlich nicht das wiederholen, was wir schon gesagt haben, aber vielleicht nur etwas. Also bevor Sie sich auf den chinesischen Markt konzentrieren, reisen Sie erst einmal nach China, sprechen Sie mit Chinesen, sodass Sie ein besseres Bild haben, wie es dort aussieht. Ralf, also ich würde sagen, immer ganz vorsichtig die Customer Journey beobachten. Also sie sollten authentisch sein, sie sollten auch konsequent sein. Und wie er das auch gesagt hat unbedingt vorher nach China reisen. Was haben Sie als Empfehlung? Also ich denke, das ist sehr wichtig, wenn die Destination gut vorbereitet ist. Also das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den ich wichtig finde. KOL-Marketing wurde jetzt nicht so häufig erwähnt. Aber das wäre vielleicht auch ein wichtiges Werkzeug für eine Destination, weil das, was Sie nutzen können, einfach mal. Ja. Man sollte auch gut angebunden sein, also dass man auch gute Flughäfen und gute Flugverbindungen hat. Ich glaube, da
kann man schon sehr viel mit nach Hause nehmen hier durch diese Diskussion. Also bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch Zeit für ein paar Fragen aus dem Publikum? Ja, haben wir. Vielleicht noch 3 oder 4 Fragen an unsere Podiumsgäste. Gibt es Fragen? Ja, dort die erste Frage auf der linken Seite. Wo ist das Mikrofon? Zunächst einmal vielen Dank an alle Podiumsgäste und auch vielen Dank an Ralf, dass er mich erwähnt hat. Ich heiße Michael Arz und ich arbeite für das Research Institute hier. Eine Frage oder beziehungsweise mein Kommentar ist, was denken Sie in Bezug auf die Medien, also relevante Medien? Also da würde ich sagen, dass das andere chinesische Touristen sind. Also das heißt, wir benutzen alle möglichen Arten von Medien, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der Austausch zwischen den Chinesen auch sehr wichtig ist, also wenn sie miteinander sprechen. Und es ist sehr gut, Informationen über die sozialen Medien zu verteilen, aber man muss auch irgendwie dazu beitragen, dass die Leute miteinander sprechen. Also denn, wie wir dann auch gehört haben, also in China spielen die Freunde, also wenn es auch nur virtuelle Freunde sind, eine sehr große Rolle. WeChat, also ich meine, das ist natürlich nicht nur das Einzige, was sie tun sollten. Also da, wie Roger auch gesagt hat, also es ist ganz wichtig, dass die Chinesen auch miteinander sprechen und das austauschen, wie zum Beispiel, wo es was Tolles zu essen gibt in Helsinki oder was man unbedingt in Berlin gesehen haben muss. Also ich glaube, das überzeugt die Leute viel eher. Also das ist jetzt nur meine Frage an C-Trip. Also was kann C-Trip Berlin und Helsinki anbieten, damit das auch passiert? Also dass die Leute miteinander sprechen. Ja. Ja, vielen Dank. Das ist wichtig als Produkt. Also WeChat ist natürlich eine Plattform und da geht es auch um die Inhalte, die die Leute dort anbieten. Also für Chinesen, also 63% von denen nutzen soziale Medien und die nutzen das auch um ein bisschen da so zu prahlen. Also dass sie sagen, guck mal her, ich bin jetzt in Berlin und solche Sachen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch in Betracht zieht, dass das auch auf WeChat passiert. Also wir haben, es gibt auch WeChat-Group-Dienste für C-Trip-Kunden und wenn die Individualreisenden dann auch zu einem besonderen Ort reisen, dann finden sie dort Informationen. Also das heißt, C-Trip-Kunden benutzen die WeChat-Channels und da können sie zum Beispiel sich auf Berlin konzentrieren und dann gucken, was sie in ihrer Gruppe finden und zum Beispiel, wie kann man die Fahrräder mieten und wie kann man Karten elektronisch kaufen und dann zeigen sie dann später, wenn sie dort hingereist sind, auch die Fotos, die sie dort gemacht haben, über die sozialen Medien, ihren Verwandten und ihren Freunden. Also ich glaube, das ist allerdings nicht nur die einzige Plattform, die wir nutzen, diese WeChat-Plattform, sondern es geht auch noch darum, wie man herausfindet, welche Nutzer da relevant sind und auch, dass man die richtigen Daten zusammenbringt. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, also ich kann noch 2 Fragen hier zulassen. Also meine Frage wäre, glauben Sie, dass europäische Länder in der Lage sein werden, zu den Top 5 zu gehören? Zu den Top 5 Destinationen für chinesische Touristen in den nächsten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren? Always. Ja, Kaiser ist ursprünglich ein Unternehmen, was in Deutschland gegründet wurde. Deswegen haben wir eine ganze Reihe von Touristen, die nach Deutschland reisen, nach Frankreich, nach Italien. Wahrscheinlich sind das auch die 3 Länder, die die populärsten sind für chinesische Touristen. Aber im Laufe der Zeit ändern sich natürlich die Destinationen und auch die relative Bedeutung der Destinationen.
wie zum Beispiel Osteuropa oder Südeuropa, aber auch Nordeuropa, Finnland beispielsweise. Da gibt es jetzt immer mehr Leute, die da hinreisen. Wir haben beispielsweise in Finnland Skidestinationen, Wintersportreisen. Insofern ja, das ändert sich. Die Kultur, gerade die europäische Kultur, gewinnt immer mehr Attraktivität für Chinesen. Stimmt natürlich einerseits, dass auch in China viel Tradition, lange Geschichte gibt, aber auch Europa eine sehr reiche, vielfältige Geschichte und die Kultur. Und deswegen kommen auch viele Chinesen nach Europa. Das kann nur ein Grund sein. Andererseits natürlich auch die Einkaufsmöglichkeiten. Shoppingreisen ist natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit. Frankreich, Deutschland, Italien können damit wirklich wuchern. Noch eine letzte Frage vielleicht aus dem Saal. Oder möchten Sie eben noch was dazu sagen? Ja, nur ein paar Worte vielleicht. Aus einer anderen Warte vielleicht. Ich glaube schon, es hängt von vielen Vorbedingungen ab. Haben wir visafreie Reisemöglichkeiten? Gibt es genügend Fluganbindungen? Oder gibt es Möglichkeiten, innerhalb von 5 Stunden von China nach Europa zu reisen? Wenn es also neue, schnellere Reisemöglichkeiten gibt, dann wäre das natürlich ein unglaublicher Schub. Oder nehmen Sie ein Land wie Russland heute. Russland ja auch als europäisches Land, sagen wir mal, gehört schon zur Top 12 im Outgoing-Bereich oder Italien 14 und ich glaube Frankreich Top 15. Also Sie sind sehr eng beieinander und Sie steigen nach oben. Aber unterschätzen Sie nicht die Reiseentfernungen, der Preis. Damit können wir nichts machen. Japan, Thailand ist einfach nah, zu nah vielleicht. Und die Leute fahren eher dahin statt nach Europa. Aber ich glaube schon, dass langfristig Europa sicherlich in die Top 10 aufsteigen wird. Hängt natürlich auch von der ganzen Reihe von Elementen ab. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Eine Frage noch, wenn es die gibt im Publikum, bitte. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Das war's dann. Vielen Dank an Sie alle.